Hallo, hallo. Wir hoppeln weiter. Wir sind anscheinend beim Orden von Arcane, nur er heißt in diesem Fall... Ich sehnte mich danach, mein Zuhause ein letztes Mal zu sehen. Doch ahnte ich nicht, dass ich das vom Inneren einer Tasche aus würde. Oh, bitte, können, haben wir kein Netz bei oder so? Liegen übrigens noch mehr Schädel rum. Was ich gerade sagen wollte, nicht Arcane, wir sind... Stender waren die Typen, die das Böse gejagt haben, ne? Wir befinden uns gerade quasi beim Ritterorden der von Stender, mehr oder weniger. Nur ich glaube, sie waren halt einfach nicht Stender gereinigt. Obwohl, das wissen wir gar nicht. Anscheinend wurden die üblich, wurden die örtlichen Ritter irgendwie anhand ihrer Eide irgendwie verflucht und sind jetzt hier irgendwie Zombies. Und unser guter der Sir Vatan Galien ist halt irgendwie der Einzige, der da aufrecht war. Und der Fürst des Ordens ist anscheinend irgendwie, keine Ahnung, Todesschwörer. Aber irgendwie hat das für ihn nicht so gut geklappt, weil offensichtlich hat er sein... Ihr müsst euch losreißen. Hat er sein finsteres Ritual noch nicht zu Ende bringen können. So, soweit die Zusammenfassung der letzten Episode ist, natürlich noch ein bisschen darüber geredet, dass es eigentlich schon hätte lange passiert sein müssen, aber offensichtlich ist es noch nicht passiert. Hä? Okay. Wir befinden uns in einem Verlies, insofern ist wahrscheinlich nicht allzu viel Überraschung zu erwarten. Aber das ist immerhin schön, das Verlies hier hat eine Backstory, also es ist jetzt halt so ein bisschen... Nicht erklärt, aber es ist nie erklärt, warum gerade jetzt, dass wir uns beeilen. Also von Eil hat keiner was gesagt, aber warum gerade jetzt? Ach, erstaunlich erhalten, das Ding hier, ne? Als Knappen schliefen Leobert und ich ein, als wir vor dieser Statue beteten. Ja, das erscheint mir wie verschwendete Lebenszeit, irgendwie in stillen Gebiet das verbringen, welche, also Altar der Ehrlichkeit? Oh ja, Altar der Ehrlichkeit. Verloren in der vergessenen Vergangenheit. Lasst uns eurem verblassten Andenken würdig sein. Weiß nicht, ob die das so gut finden, wenn man das verblasstes Andenken nimmt. Ritual durch. Vielleicht hat keiner was geredet. Ein uralter Dolch, auf den Griff sind Rostflecken zu sehen, als wäre er noch feucht gewesen, als man ihn im Altar versteckte. Der Dolch, mit dem Leobert sich das Fleisch vom Körper schnitt. Sein närrisches Opfer versetzte unserem Orden den Todesstoß. Aha. Wie genau hat er das gemacht? Ich meine, so Fleisch vom Körper schneiden dauert bestimmt ganz schön lange, oder? Achso, das ist anscheinend der Rückweg. Weil, viel zu viele Gegner. Ich meine, das ist ja... Also, das ist echt schwierig, oder? So Fleisch vom Körper schneiden, musst du ja runterschaben. Und das ist, ich meine, wenn du mal so ein Hühnchen gegessen hast, das ist auch nicht leicht, irgendwie das letzte Stück Fleisch runterzukriegen. Und ich nehme an, für so Totenrituale musst du alles runterkriegen. Ich dachte, das passiert mir irgendwie nicht automatisch. Die Kapelle lag so abseits unseres Alltags, dass nur jene, die dem Initiationsritus begingen, hier vor dem Altar knieten. Wie kann das Ding abseits liegen? So groß ist die Bude hier auch nicht. Ein Kampfmagier, wie schön. Die anderen scheinen sich ja dem irgendwie ein bisschen hingegeben zu haben. Warum auch immer die jetzt eigentlich volle Skelette sind, ne? Na gut. Wisst ihr, was wir übrigens noch gar nicht gesehen haben? Fällt mir das mal so ein? Ein Ritter ist demütig angesichts allem, das jenseits sterblicher Horizonte liegt. Ein Ritter kämpft nicht gegen das Ende an, wenn es naht. Nicht? Ich dachte ja mit aller Kraft. Na gut. Es ist doch sehr wichtig, witzig, dass wir das hier wieder als Vampir machen. Mutkelch. Dieser Kelch wurde über Generationen weitergereicht und begrüßte zahllose Ritter in unseren Hallen. Leobert missbrauchte ihn, um uns vor unserer Zeit ein Ende zu bereiten. Moment, ich habe die Beschreibung nicht gelesen, das nachholen. Mutkelch, der hat ja ein lustiges Symbol. Der angelaufene Kelch trägt das Symbol der führenden Familie, der Ritter von Todes. Aha, führende Familie, so. Was wir noch gar nicht gesehen haben, was ich gerade sagen wollte, ist Skelette, die Geister um sich rum haben, also die quasi so doppelt sind. Wir müssen übrigens anscheinend hier runter, aber ich habe einen Kelch vergessen. Eine Truhe. Das quasi das Skelett da ist, aber ringsherum noch quasi der Geist rumrum wabert. Was ja irgendwie relativ logisch wäre, oder? Weil wenn das Skelett tatsächlich nicht nur ein stumpfen, wiederbelebte Leiche ist, die halt irgendwie mit Magie funktioniert und der Körper quasi nur eigentlich mehr so ein Exoskelett ist, für was auch immer, für die Logik, die es steuert, dann wäre es doch eigentlich ziemlich... Warum kann ich keine Skelette eigentlich ansprechen? Also stellen wir uns Zombies so vor, dass der Körper eigentlich quasi nur als Grundlage genutzt wird und als Anker, weil er mal lebendig war, weil die Lore so funktioniert. Ein Ritter vergisst niemals, dass es seine Pflicht ist, anderen zu dienen. Es klang aber so, als hätten sie sich eher selbst gedient, wenn sie den finsteren Kräften hinterher schon. Zerfällt das foliante Anrufung. Ein uraltes und blutbeflecktes Buch. Die Tinte ist über die Jahre verblasst und das ist schlecht in schlechter Verfassung, da es in der Truhe versteckt war. Ich denke, die Truhe ist so dicht. Leobert. Mit diesem Buch lernte er, wie man sein Schicksal ablehnt. Mit diesen Seiten zerstörte er jene, die ehrbar und aufrecht waren. Okay, wir gehen anscheinend in den Keller. Es gibt anscheinend zwei Zugänge, oder?
dass die Zombies halt quasi nur so eine, wie so Roboter eigentlich sind, ne? Das ist halt irgendwie eine, dass die Magie selbst ist des Untotseins, schafft eine rudimentäre Intelligenz, die es halt ermöglicht, den Körper zu bewegen. Und der Körper selbst ist halt nur ein Anker, weil er mal lebendig war, den du die Magie machst. Und das ist halt leichter, als wenn du, sagen wir mal, irgendwie nur einen Stein reanimierst. Du könntest ja auch einfach leben. Du kannst ja Golem erschaffen, quasi, wäre genau das Gleiche. Weil das Ding ist ja, dass die meisten Zombies, in der Regel sind die ja nicht die Personen, die sie mal waren. Also das sind ja, auch genau wie diese Skelettdiener, der Pilot ist ja nicht drin. Also die Seele, die die Person war, ist ja nicht in dem Skelett drin. Meistens zumindest. Sondern das ist ja einfach nur ein wieder reanimierter Körper, der einfach nur stumpf Dinge tut. Und meine Magie wird euch zerstören. Wenn das hier aber verfluchte Ritter sind, dann müssten die ja eigentlich zombifiziert oder als Skelett, müssten die ja prinzipiell, dann sind die Piloten ja noch da und damit auch der Geist. Also das zumindest der Rest. Der müsste ja eigentlich quasi um das Skelett uns herumschwebeln und nicht quasi die alte Form erhalten. Insbesondere, wenn die Geister nicht in der Lage sind, neue Erinnerungen zu formen. Leoberts Kammer. Nicht einmal der Altar in ihr konnte den Großkomtur wieder zu Sinnen bringen. Ganz ehrlich, diese Kammer sieht doch mehr nach dunklen Ritualort aus als andere. Fürst Leobert. Ja, das, redet nicht mit uns? Ja, von ihm ist anscheinend nicht mehr so viel übrig. Nicht mehr Knochen. Aber. Also, das ist jetzt schon gewesen sein. Das wäre erstaunlich einfach gewesen. Nachdem er uns so lange vor der Tür erzählt hat, was hier alles zu tun ist, ist der einzige Dungeon dann einfach nur durchrennen und gut ist, oder was? Ich hätte mich irgendwie doch einfach an die vorbeischleichen können. Ne? Ist nicht zu groß oder zu böse. Weiß nicht, zu böse. Warum ist diese Person eine Pflanze? Ein Ritter ist tapfer. Auch angesichts unüberwindbarer Gefahr. Unüberwindbare Gefahr. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da tappe. Angehaltenes Herz? Was? Ein stilles Herz. Es fühlt sich kalt an. Das Herz, das Leobert sich aus der Brust riss im Schatten der Angst. Ich bezweifle, dass es ihn kümmerte, welche Auswirkung dies auf uns hatte. Ja, komm, wir hauen Leobert nochmal um, weil das schön ist. Das ist alles? Alle Gegenstände zusammengetragen. Hätte ich Hände, würde ich die euren in Freundschaft umschließen. Überlassen wir diese verfluchte Feste den Toten. Ja, aber ich dachte, du wolltest das Ritual brechen, Bursche, und nicht hier einfach nur Zeug schnappen, abhauen. Das wollen wir da nicht vielleicht den Job zu Ende bringen? Ich meine, das war ein Ritterorden, der sich da um mich kümmert hat, das Böse zu besiegen. Jetzt kommt er mir immer damit rum mit, oh naja, das reicht jetzt aber auch, wir hauen wieder ab. Diese Knochenkolossi verbrauchen ganz schön viel Zeit, muss ich ja sagen, ne? Schön übrigens, dass das Leobert zu töten nie irgendwie eine Aufgabe war, von dem, was ich hier hätte tun müssen, ne? Das mache ich ja jetzt einfach nur so, weil ich halt da bin. Oh, noch mehr Skelette. Schön auch, dass ich das... Warum sind denn hier so viele Skelette? Das ist ja schrecklich. Ja, ich weiß, das ist ein Dungeon, aber trotzdem. Das ist ja schrecklich hier. So, kommen wir jetzt hier raus, oder? Das ist der Eingang, ne? Ich hätte tatsächlich den anderen Ausgang. Ah doch, ich komme hier auch raus. Jetzt komme ich zwar nie an dieses eine Dings ran, aber das muss ich ja wahrscheinlich nicht, oder? Das war ja nur ein Shortcut. Das, da, die Plattform, meine ich. Zurückrennen wäre auf jeden Fall auch voll okay gewesen. Das war's jetzt schon? War ein bisschen lame. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. Das bringt mich an meiner Zeitkalkulation hier komplett durcheinander. No, 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 no. Ja. Wo war ich gerade noch? Achso, dass er den Job nicht zu Ende bringt, ne? Das ist, ich meine, ist ja schön, Dude. Den Job. Die Arbeit. Die Berufung. Weil es ja schön, Dude, ob wir jetzt hier das Zeug haben. Na, Moment, vielleicht kommt ja noch was. Das Teleportieren hat tatsächlich was gebracht. Interessant. Die Gegenstände, die ihr so gesammelt habt, in dieses Grab. Jetzt wird Leobert seine Feste nie mehr verlassen. Das klingt voller Zorn. Ich glaube, wir haben gerade den falschen Leuten gehört. Können wir nicht den Untoten hier komplett reinigen? Oder muss ich jetzt echt nochmal beim Orden von Stender anrufen? Offenes Grab. Das Grab jetzt mit Erde. Es ist an der Zeit, die Fehler der Vergangenheit zu begraben. Ach ja, mit dem Dach, guck mal, das Zeug ist da auch drin, ne? Weiß nicht, ob ich so gut buddeln kann. Nun wird niemand vermuten, was dieses Grab verbirgt.
Ich würde gern auf diesem Grabstein dort beigesetzt werden, falls es euch nichts ausmacht. Wäre es vielleicht klüger gewesen, das irgendwo anders zu machen? Wir hätten das Zeug einfach ins Meer werfen können, einzeln auch, und nicht alles gleichzeitig. Also das hat doch jetzt überhaupt nichts gelöst. Der Fluch ist immer noch aktiv. Also wenn Geralt hier wäre, der wäre sehr unzufrieden. Ich meine jetzt nicht den deutschen Ritterorden Großkomtur Geralt, sondern den von Riva, der also Flüche brechen will. Das ist ja absolut lächerlich. Wir haben nichts gemacht. Nathains Grabstein? Naja. Ich finde, der Typ hatte 1000 Jahre Zeit, dieses Ritual zu knacken. Das hat er bis jetzt nicht geschafft. Meinst du, da kommt noch was? Auch ohne Lungen genieße ich es, an dieser frischen Luft zu sein. Ich bin froh, dass ich meinen Schädel eurer Obhut übergeben habe, Pilgerin. Ihr habt an den heiligen Altären gebetet und die Ritualgegenstände aus Fürst Leoberts Einflussbereich entfernt. Ihr seid ehrenwert und pflichtbewusst. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so über mich sagen kann. Ich meine, welche Pflicht habe ich denn jetzt gerade technisch gesehen erfüllt? Ich hatte ja nie eine Pflicht gegenüber ihnen hier. Also ich habe einfach einen Auftrag erledigt, aber das ist keine Pflicht. Ich meine, das kann man mir natürlich so auslegen, aber welche Pflicht? Na gut, du meinst, die Dinger sind sicher in den Grab? Niemand wird auf diesem Friedhof nach den Gegenständen suchen, die man für in der Feste verloren hält. Und ich werde über sie wachen. Eure Aufgabe ist erfüllt. Ihr habt meinen tiefsten Dank. Hier, ich versprach euch die im Friedhof vergessenen Schätze. Nehmt sie. Ich möchte noch mal kurz das Protokoll darauf hinweisen, dass die im Friedhof vergrabenen Schätze ein Schulterschutz für Tapfere ist. Der Tapferen. Eine uralte Rüstung, die noch leicht nach Fäulnis riecht, auf den Friedhof der Todesmutfestung zurückgelassen wurde. Wow. Ich weiß nicht genau, wie lange mein verfluchtes Dasein noch andauern wird, aber ich bin mit mir im Reinen. Meine Schuld ist abgebüßt. Ich werde hier Wacht halten und den Tod mit offenen Armen begrüßen zu der Stunde, in der ich mit ihm gesegnet werde. Jetzt ist die große Frage auch, also wie lange genau bleibt, also wie lange hält das Dings und können Tote schlafen? Weil, ich meine, wenn er jetzt halt in so eine Art Winterschlaf geht und nur aufwacht, wenn jemand nahe rankommt oder so, dann ist die Ewigkeit vielleicht ganz okay, aber die Untoten haben ja, oder generell die Toten haben ja eigentlich wenig Interesse daran, irgendwie wach zu sein, also zu schlafen, aber die sind halt immer wach. Und ich meine, das ist halt total praktisch für uns, weil wir können dann doppelt so viel Abenteuer in den Tag rein. Schlafen? Doch, Vampire schlafen sogar. Na gut, wir sind keine Twilight-Vampire, die schlafen nämlich nicht, wie ich weiß. Und wir haben ja eigentlich, also wir als Skelett könnten doppelt so viel Abenteuer an den Tag reinballern wie normal, aber das ist jetzt wirklich nur ein Schädel, der nichts machen kann, gar nichts. Also das ist, wir erinnern uns an diesen anderen, lustigen Geist von neulich, der in der anderen Feste, dessen Namen ich schon mal vergessen habe, mit dem Schild, das total wertlos war, und der guten Totenbeschwörerin, die mir immer noch sehr leid tut, die hat immerhin, Der hatte immer eine ganze Bibliothek zu lesen, hat die anscheinend immer noch nicht geschafft in all den Jahrhunderten. Aber warum zur Hölle soll denn, was macht er denn jetzt den ganzen Tag? Also Langeweile ist ein ernsthaftes Problem. Na gut, und das hat einfach so, das verbuddeln wir alles, was wir machen müssen? Die Magie des Rituals verhindert, dass Leobert und seine Lakaien die Mauern der Burg verlassen. Mit den Ritualgegenständen hätten sie an Macht gewinnen können. Aber ihr habt die Werkzeuge aus der Burg entfernt. Dadurch sind ihre verfluchten Leiber dort ewig gefangen. Ja, aber das war doch der Status quo. Sie sind doch vorher auch nicht reingekommen. Wäre es nicht viel besser, wenn wir die Geister einfach platt machen würden, das alles mal entzauberten und das so ist, das wieder nutzbar ist? Ich meine, wir müssen das hier mal ein bisschen langfristig denken. Die Flotte aller Flaggen ist mittlerweile, was hatte ich gesagt, 1800 Jahre her oder so? Also schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Und das... Naja, wenn wir jetzt hier anfangen, alle paar hundert Jahre irgendwie eine Burg hinzustellen, die verflucht ist, dann ist auf Dauer, ist das ja nicht so geil. Okay, also die Trassische Pest war 2200 erste Ära. Und wir sind jetzt, ist gar nicht so lange her. 700. 1100 Jahre ist es her, also es geht voll. Ja, also... Nee, war Eirens Krönung. Okay, es ist 800 Jahre her, 850 um genau zu sein, aber... Das ist eigentlich noch voll okay, sag ich mal, ne?
Also das ist hier, das ist ja quasi so gesehen, ist das ein Katzensprung in der Zeit, ne? Also ich weiß ja nicht, das scheint mir irgendwie. Warte mal, hier Dingsbums und jetzt nochmal 2920 minus 2000, ja, ich rechne gerade mit dem Taschenrechner, 2220, so, plus 580, das ist 1300 Jahre genau her, die Thrassische Pest und die Flotte der Flaggen war ja auch denn. Auf jeden Fall müssen wir das mal in der Zeit sehen und es vergehen ja, und wir wissen, dass noch bis Skyrim vergehen noch 910 Jahre und bis dahin könnten noch zwei, drei Ritterorden eine Burg aufbauen. Wenn da jeweils immer so ein Totenbeschwörer raufkommt und die Burg verflucht ist, haben wir bald keinen Platz mehr. Mal davon abgesehen, dass du eine Burg ja auch nicht überall bauen kannst. Ach ja, wie kann er sich eigentlich so gewiss sein? Na gut, er ist ja selber auseinandergefallen. Ich bin der Einzige, der die Burg verließ. Ich glaube, als sie sahen, wie meine Knochen in der Luft zerfielen, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie würden ihre Mobilität niemals aufs Spiel setzen. Ich werde meine Pflicht tun und über diese Gegenstände wachen. Lange Wachschichten machen mir nichts mehr aus. Ja, aber... Du hast ja keine Wachzeiten, also du, Naja, das fand ich, sie würden ihre Mobilität nicht, also sie würden ihre Mobilität nicht aufs Spiel setzen, impliziert doch, dass sie eine logische Überlegung darstellen können. Und du willst mir jetzt also sagen, dass in, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten oder Jahrhunderten es keiner geschafft hat, diese Truhen einfach mit Gewalt aufzukriegen? Das ist ja unglaubwürdig. Weil so wie er es hinstellt, sind die Untoten, die wir gerade bekämpft haben, nicht nur Automatonen, die mit Knochen, sondern intelligente Wesen, die irgendwie auf Logik basierend handeln. Naja gut, okay. Und meinst du, du kannst jemals sterben? Ja, wahrscheinlich, wenn alles selbst zu Asche verfällt. Ich hoffe es. Ich möchte es nicht überhasten. Nicht während andere meines Ordens noch eine Gefahr in der Burg darstellen. Aber eines Tages... Ja... Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich lächeln. Mit welchen Lippen? Mehr brauche ich nicht. Das. Also wirklich. Okay, das. In der Luft liegt eine angenehme Brise. Ein neues Gefühl von Frieden erfüllt die Feste. Also die Feste, zumindest der Eingangsbereich, sieht sehr mächtig aus, ne? Na gut, dann hätten wir ja das ja erfolgreich hinter uns gebracht und geschafft. Die sieht wirklich sehr, sehr mächtig aus, ne? Also kann man echt nicht meckern. Von allen Festungen, die wir bis jetzt gesehen haben, sieht die hier eigentlich recht ordentlich aus. Und dann kriegen wir noch ein bisschen Blick auf die Bude. Vor allem ist die einfach dreimal größer als alle anderen Festungen, die wir sehen. Ich erinnere an die Festung aller Flaggen und die Bude ist einfach größer, ne? Also, warum? Mal von abgesehen, dass diese Steine sehr unpraktisch sind, da kann ja jeder hochklettern. Warum haben wir nicht einfach kurz beim Orden vom Ständer Bescheid gesagt und anstatt diese dusselige Insel aller Flaggen zu nehmen, die anscheinend noch den Nachteil hat, dass sie von See angreifbar ist ohne Probleme, warum haben wir nicht einfach diese schöne Festung hier genommen? Die sieht ja noch. Guck mal, selbst die Dächer haben keine Löcher! Die ist eine. Oh, Rudenbeere. Rudenbeere, nichts gut. Die ist eins an, schuss die Burg! Ich hab selten eine bessere Burg gesehen, also wirklich. Guck mal, Top-Bude hier. Von der Seite sind nur hohe Felswände, da kommst du auch nicht ran, obwohl es ein bisschen unpraktisch ist. Wer baut damit schon deine Burg so, dass deine Türme nicht auf dem Felsen stehen, sondern dahinter? So dass du halt nicht. Komm, von der Seite hier könnten sich doch Leute easy ranschleichen. Easy, sag ich. So. Unabhängig davon, wir gehen zur nächsten Nebenquest. Es gibt hier nämlich irgendwo welche. Und zwar. Ja, gibt auf jeden Fall noch diese komische Prüfung, oder da hören wir uns, glaube ich, nur kurz was an. Und irgendwo auf der Karte habe ich noch was gesehen. Ach ja, die komischen Kartenstücke hätten wir auch noch. Weißplank ist Gemetzel? Was hat es denn damit auf sich? Naja, schauen wir mal. Aber ein bisschen Nebenquest haben wir noch, also nicht mehr viel. Und dann geht's an die Hauptquest und dann beenden wir das Ganze hier. Dann haben wir noch die Begleiterquest. Ja, ich bin auf jeden Fall gut dabei, das zu machen. Das haben wir. Hm? Er wird gleich zermatscht von den Krallen. Lass okay. Den nicht an mich herankommen! Den haben wir schon mal gerettet, ne? Ihr habt mich gerettet! Diese Krabben, sie wollten. Meine Beine mit ihren... Wie? Nicht noch eine! Nein! Nicht noch eine Krabbe! Es ist halt... Ich würde ihn ja gerne von der kolossalen Korallenkrabbe retten, aber... Ich darf leider nicht. Ich wusste ja schon, was passiert ist. Das ist ja schon mal passiert, ne? Aber naja, dann halt nicht. Die kolossale Korallenkrabbe. Das ist ja auch eine schöne Alliteration. Die kolossale Korallenkrabbe. So. Höre ich gerade Wölfe?
Funke würde sich bestimmt freuen, wenn ich irgendwelche Wölfe töten würde. Ah, da vorne ist einer. Was hier gerade war, ich wollte gerade das App upwappen. Was habe ich denn getötet? Habe ich gerade Hasen getötet? Hat sie gerade den Wind. Macht sie den Wind schreien nur, wenn man Wölfe tötet? Na egal. So, unabhängig davon, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.